schon so ein bisschen klarzukommen, aber wir schauen uns erstmal die Cutscene jetzt an. Genau. Da, die Insel der Dämmerung. Endlich geht's zur Sache. Habt Geduld. Diese Insel hat die erste Expedition das Leben gekostet. Hochmütige sterben hier früh. Ha! Der, der es wagt, sich mit mir anzulegen, stirbt hier vielleicht früh. Wer ist dabei? Ich bin dabei. Seit ich von der geheimnisvollen Insel hörte, die sich aus dem Meer erhob, träume ich davon, sie zu sehen. Ihr braucht ehrgeizigere Träume. Wo es eine geheimnisvolle Insel gibt, gibt's auch uralte Schätze. Der perfekte Ort für mich also. Bei den Titanen. Diese Insel ist riesig. Genug geredet. Runter mit euch und meldet euch zum Dienst. Für die Föderation. Jawohl, für die Föderation und da sind wir auch schon angekommen auf der Insel. Na, das ging aber fix. Das ging recht fix. Ich schaue mich einmal hier um in dieser schmucken Landschaft. Um es nochmal ganz kurz zu erklären, in dem Prolog sind wir Teil der ersten Expedition, die halt mächtig in der Kacke steckt. Und wir versuchen da unser Bestes, aber nichts hilft. Es kommen letztendlich alle um, außer natürlich wir. Wir sind einer der wenigen Überlebenden der ersten Expedition und sind jetzt zu dieser Insel zurückgekehrt, um hier endlich mal für Klarschiff zu sorgen. Genau, und bevor wir irgendwas machen, würde ich sagen, einigen wir uns mal auf einen Kanal. Genau, denn dieses Spiel ist wie viele andere Spiele mittlerweile in verschiedene Kanäle unterteilt. Das sehen wir hier oben. Und da kann man mal raufklicken und wir sehen hier halt eine Liste. Es gibt hier 10 Kanäle und auf welchen legen wir uns denn fest? Ich bin momentan in 1, aber ich würde sagen 5 ist Mittel, da gehen wir mal rein. Genau, oder? Dann. Weil es zu niedrig ist ja auch das doof. Das stimmt, da ist es dann nicht ganz so leer. Wir wechseln also mal den Kanal. Genau. Und dann sehen wir uns gleich. Jawohl. Guck mal, da steht da schon der Dicke. Ey. Ja, guck mal an. Da ist er. Ja, deine Axt ist größer als du fast. Ja, das stimmt. Und du bist größer als meine Axt. Fast. Ja, das doch, stimmt, nee, auch. Das stimmt sogar. Ich dachte, so ein weißer Rauschebart kommt einem Heiler irgendwie. Ja. Bist du der Weihnachtsmann? Ja, warte, ich guck mal, was ich für dich im Sack hab. oh Gott, bloß nicht, schnell weg. Ja, soll ich mal mit einem unschönen Detail anfangen? Ja, dann leg los. Also nichts gegen das Spiel jetzt, aber mir ist gerade, während die Cutscene lief, vor Langeweile bin ich immer mal ein bisschen rumgelaufen. Und mir sind im Spiel immer wieder diese unsichtbaren Wände an diesen Kartenrändern aufgefallen. Die ziemlich grob sind. Also hier, du bist gar nicht bei mir, du bist mir, auch ne? Gerade einfach mal komplett verschwunden. Du standest da und auf einmal warst du weg. Ja, hier ist eine unsichtbare Wand. Also schon sehr grob abgesteckt. Ja, das stimmt. Das wollte ich damit nur sagen. Das stimmt. Also es ist nicht ganz so, wie soll man das sagen, immersiv. Also man kann nicht irgendwie ganz so gut in die Welt eintauchen, dadurch, dass halt solche Barrieren existieren. Da kennt man dann halt auch schon so ein, zwei MMOs, wo das dann halt durch natürliche geografische Gegebenheiten und so abgegrenzt wird. Ja, einmal ganz kurz, ihr seht es ja schon, man hat hier eine recht freie Steuerung. Man steuert den Blickwinkel einfach so mit der Maus. Das ist ja fast wie bei einem Shooter. Steuern tut man mit WASD ganz normal. Und angreifen tut man auch gleich mal mit der linken Maustaste. Und zaubern, wie wir sehen, auch. Ey. Ja, das ist wie ein Shooter fast. Also man muss auch wirklich die, also so wie ich das festgestellt habe beim Zaubern oder beim Bogenschießen, muss man auch schon die Flugbahn irgendwie mit berechnen. Also jetzt nicht
von der Erdanziehungskraft, sondern wenn ein Gegner sich bewegt, sollte man schon vor ihm so ein bisschen anvisieren, also nicht direkt auf den Gegner, weil sonst der Pfeil einfach mal, bis er da ist, hinter dem Gegner wegfliegt und ihn nicht mehr trifft. Okay, ja, genau. Und die Maus kann man allerdings auch benutzen. Dazu drückt man einfach mal Alt. Dann hat man hier so die schöne Mausansicht. Und da kann man halt hier auf die Menüs alle zugreifen. Ich denke mal, da werden wir dann einfach dynamisch im Spiel mehr darauf eingehen, wenn es soweit ist. Und man kann ja auch gleich die Spieler anvisieren. Die werden dann so schön blau ausgefüllt. Und wenn ich den jetzt anklicke, dann kann ich hier, dann kann ich hier gleich sagen, Handel, Duell, in Gruppe einladen und so weiter und so fort. Und ja, genau, da hat auch schon der Glenwan mich eingeladen in die Gruppe. Da akzeptiere ich doch jetzt glatt mal. Aha, ja. Und gleich mal ein Fortschritt. Ihr habt mich ausgewählt und nehmt mich. Nein. Ah, nimm mich. Nimm Nein. mich. Okay, ja, Schluss der Spielerei. Wir wollen mal dieser netten Elfendame, die uns hier in der Introsequenz so nett zugewunken hat, wollen wir gleich mal damit sprechen, wa? Das hat ja auch sehr, warte mal Moment, das hat ja auch ein bisschen sehr erotisch in Erinnerung, diesen Zuwinker. Oh ja, nimm mich. Und ich glaube, dass dieser Stil wird sich das ganze Spiel hindurchziehen. Eine kleine Anmerkung nochmal, wir werden jetzt nicht auf so Details, zumindest am Anfang nicht auf Details eingehen, wie bei den beim Profil zum Beispiel diese einzelnen Charakterwerte und so. Da müssen wir uns selber noch so ein bisschen reinfuchsen. Wie gesagt, wir fangen von Null an, wie wir es von Anfang an gesagt haben. Wir haben keinerlei Vorwissen über dieses Spiel. Wir lernen einfach beim Spielen. Und hier geht es einfach nur um den Spaß. Genau. Also wer irgendwelche Pros sehen will, der soll sich so irgendwelche Raids angucken, die in irgendwelchen Rekordzeiten da absolviert werden. Wir spielen einfach aus Spaß. Richtig. Und einmal hier auch für die Einschaltquoten mal die nette Dame von hier hinten. Ja, genau. Also dann möchte ich aber auch sagen, natürlich sind wir nie böse, wenn ihr uns Tipps geben könnt, wie man irgendwas besser anstellen kann. Da sind wir natürlich auch offen, ne? Natürlich. So, aber jetzt quatschen wir doch erstmal mit der Frau. Und wir haben uns festgelegt, dass wir die Questtexte auch vorlesen werden. Einerseits natürlich, um euch diese Anstrengung zu ersparen. Und andererseits, weil wir natürlich selbst erstmal die Questtexte durchlesen müssen, weil wir halt keine Ahnung haben. Beziehungsweise du liest sie vor. Ja, beziehungsweise ich lese sie vor. Also. Lasst euch nicht von all der Schönheit täuschen. Diese Insel ist gefährlicher, als sie aussieht. Lichte der Morgendämmerung. Ihr erinnert euch vermutlich nicht mehr an mich, Berengalp. Aber ich bin nach diesem Sturm am Strand gewesen. Kurz nachdem ihr zu den Klippen aufgebrochen seid, sind Dämonen erschienen und dann wurde alles in Dunkelheit gehüllt. Ihr seid sehr mutig, wieder hierher zu kommen. Es hat kaum einer überlebt und niemand hat Kommandant Elion gesehen, seitdem ihr gegen dieses Kumas-Monster gekämpft habt. Wir kontrollieren den nördlichen Teil der Insel, aber selbst hier ist es nicht völlig sicher. Ihr solltet mit Legat Lam sprechen. Okay. Er kann euch über die Suche nach Elion aufklären. Belohnung 10 Kupfer und 100 Erfahrungspunkte. Ja, das klang sehr authentisch. naja. Du könntest auch als Frau durchgehen, ehrlich. Echt super, das wollte ich schon immer. So, hier haben wir schon das Lamm, den Legat, keine Ahnung, was das sein soll. Dann quatschen wir mal mit dem, wa? Wie? Was? Kommandant Elion ist irgendwo da draußen, ich weiß es einfach. Licht der Morgendämmerung. Jemanden wie euch können wir hier gut gebrauchen. Jemanden, der schon einmal hier gewesen ist und der weiß, wie gefährlich die Insel sein kann. Die neuen Rekruten sehen überall nur Gelegenheiten, aber Elion hat es besser gewusst. Wir haben seine Leiche nie gefunden. Falls irgendjemand den Angriff des Dämons überlebt hat, dann Elion. Und aus diesem Grund suchen wir nach ihm. Die Föderation braucht Elion und darum bin ich hier. Abschließen. Lohnt sich das richtig. Für mich? Genau. Die Runde machen. Axel und ihr haben den stürmischen Strand überlebt. Wisst ihr wer noch? Kishale, die gleich auf der anderen Seite der Brücke zu finden ist. Kishale und Axele gehen sich aus dem Weg und wollen nicht über das Geschehene sprechen. Aber wenn ihr eine von ihnen dazu bringt, über Elion zu reden, wird sie ihr Selbstmitleid vorübergehend vergessen. Frag Kishale nach Elion. Die Namen klingen halt so.
dann wisst ihr, was ich meine. Man muss sie betonen. Ja, richtig. Außerdem würde es ihr gut tun, mal ein neues Gesicht zu sehen. Mich und Barsabba ist sie langsam leid. Barsabba. So, und dann haben wir noch die schöne Bescherung. Ich weiß, dass ihr zu... Lass nicht mehr ganz so viel. Ah, das ist schön. Ich weiß, dass ihr zurückgekommen seid, um nach Elion zu suchen, aber ich will offen sein. Viele verstörte Überlebende sind hierher zurückgekommen, die lieber weiter ihr Bett im Lazarett hätten hüten sollen. Versteht mich nicht falsch, ich wünschte mir, dass ihr Elion findet, aber ich möchte nicht eines Tages nach euch suchen müssen. Wir müssen dafür sorgen, dass ihr gut erholt und kampfbereit seid. Sprecht mit Centurio Barsabba. Wenn dieser alte Recke euch für einsatzfähig hält, dann soll mir das reichen. Barsabba! So, auch diese Quest haben wir angenommen. Wir finden Barsabba am Ende des Pfades. So, und wir haben nicht nur oben rechts so einen kleinen Radar. Da sehen wir nämlich Gegner und wichtige Einheiten und so weiter. Sondern wir haben auch noch weiter unten haben wir gleich so eine Übersichtskarte, was uns natürlich schon immens dabei hilft, uns hier in der Welt ein bisschen zurechtzufinden. So, und, oh, erstaunlich, 20 Meter weiter steht Barsabba. Die Ehre gebietet, diese Insel zurückzuerobern und Kommandant Elion zu finden. Oh, das geht auf die Stimme. Schöne Bescherung. Wir wollen uns alle an den Dämonen rächen, aber dieses Mal werden wir vorbereitet sein. Keine überraschenden Sturmangriffe oder verheerenden Strandlandungen mehr. Ihr seht so gesund aus wie jeder andere Berserker, aber das könnte täuschen. Ist mir eine Ehre. Eine nahe Brücke. Elions Bruder Lian leitet die Suche von seinem Lager im Süden aus. Anders als sein Bruder und angesichts eurer Waffe auch anders als ihr, ist Lian ein Gelehrter und kein Soldat. Niemand wünscht sich mehr als ich, Elion zu finden, aber es gilt, eine ganze Insel zurückzuerobern. Und wenn Elion tot ist, können wir sein Andenken so auf die beste Weise ehren. Ihr solltet in Bewegung bleiben. Meldet euch bei Centurio Kishale am nördlichen Kontrollpunkt, Berserker. Ja. Genau. Dann, ja, Mensch, also die ersten Quests sind wirklich nur rumlaufen und quatschen, ne? Damit man natürlich auch erstmal so ein bisschen in die Steuerung eingeführt wird. Ja, die ist ja auch mega kompliziert. Also eigentlich nicht. Genau. Und ich merke gerade, ich sollte mein Getränk hier immer offen stehen haben. Ich hoffe, wir laufen hier nicht noch viel mehr Armani über den Weg. Ja, ich kann dich auch ablösen, wenn du willst. Na, traust du dir das zu? Da ist übrigens Kishale. Na, dann sprech doch mal Kishale an. Okay, ich versuch's. Kishale! In dieser Gegend wandert zahlreiche Giludius. Wie spricht man die eigentlich aus? Gili... Was? Giliedus. Das liest sich fast wie Gillette. Keine Schleichwerbung. Genau. Umher. Sie sehen aus wie laufende Bäume und sind gefährlich. Nehmt euch vor ihnen in Acht. Okay. Jetzt weiß ich zwar nicht mehr, wie die Quest heißt, aber ich habe sie einfach mal jetzt aktiviert. Eine nahe Brücke, glaube ich, war das, oder? Ja, ich glaube schon. Moment. Doch, da steht da. Wir haben, das hast du, glaube ich, noch gar nicht gesagt, wir haben rechts unter dem Radar haben wir noch so eine Mini-Übersicht. Oder hast du das erwähnt? Nee, das habe ich nicht erwähnt. Da stehen nochmal alle, ja, das ist eigentlich MMO-typisch, also hier ist moderne MMO, hat an irgendeiner Seite nochmal eine kurze Zusammenfassung der Quest mit dem aktuellen Status, was man schon erreicht hat und was nicht, was noch offen steht. Genau. Ja. Überlebende des ersten Dämonenangriffs sind jederzeit willkommen. Die neuen Rekruten haben keine Ahnung, wie plötzlich die Gefahr im Nu hier über einen hereinbrechen kann. Alle klammern sich an die Hoffnung, dass Elion noch am Leben ist. Aber ihr habt diese Dämonen gesehen. Wir jagen ihrer Hoffnung nach. Keiner Gewissheit. Einer Hoffnung. Genau. Genau. Für die Föderation. Für die Föderation. Das ist mein Text. Ja, ich spüre schon die Macht des Kerns, ja. Die Runde machen. Das Schiffswrack, der Sturm und die Dämonen konnten uns nicht unterkriegen, Glenwan. Dieser Strand wird uns auf ewig in Erinnerung bleiben. Wisst ihr noch, wie stolz wir alle waren? Zur ersten Expedition gehörten einige der klügsten und tapfersten. Wir waren so stolz und so erfreut, dass uns Elion persönlich für diese Mission ausgewählt hatte. Der Sturm und der Schiffbruch hat die meisten...
hat die meisten das Leben gekostet. Und nur eine Handvoll konnte den Dämonen trotzen. Wir beide gehörten dazu. Manche behaupten, Elion hätte überlebt. Aber meine Zweifel sind größer als meine Hoffnung. Geht die Straße entlang und sprecht mit Dulori. Entschuldigung, das muss jetzt einfach mal sein. Vielleicht weiß er, warum wir angegriffen wurden. Okay. Da ist aber noch eine genau. Quest. Spürt die Macht nämlich Gewalt im Wald. Hoha, Wortspiel. Ein aufmerksames... Moment mal. Nee, die hat man noch nicht, ne? Ein aufmerksames Auge sieht viele Gillette-Husten, die zwischen euch und euren Pflichten stehen. Beweist eure Kampffertigkeiten, damit wir wissen, wie wir euch am wirkungsvollsten einsetzen können. Boah, die benutzen uns, ey, das ist ja... Ja, echt mal. Ja, ich fühle mich so benutzt. Achtet auf die... auf ihre Extremitäten. Ja, genau. Es empfiehlt sich, abzublocken oder auszuweichen, wenn sie auf euch herabstürzen. Falls ihr erschöpft oder verwundet seid, rastet hier am Feuer und sucht die Kleriker auf. Ja, das machen wir doch. Natürlich, dafür sind wir da. Ja, und ich würde sagen, jetzt sehen wir das Kampfsystem mal wirklich in Action. Richtig, na endlich. Wird ja auch mal Zeit. Hier hinten ist noch, glaube ich, dieses Ruhefeuer, oder? Genau, hier kann man sich ausruhen und hier sieht man auch schon unter dem Lebensbalken und dem Mana-Balken sehen wir ein schönes großes Herz, wo jetzt 120% drin steht. Das ist die Ausdauer, die man hat. Die kann tatsächlich über 100% steigen und je höher die ist, umso mehr Leben hat man zur Verfügung. Man kann also auch wirklich mehr Leben haben, als man eigentlich maximal haben kann. Das ist eigentlich ganz praktisch und deshalb sollte man auch immer darauf achten, diesen Wert möglichst hoch zu treiben. Ja, ich habe nur gerade auf den Kohlen getanzt. Natürlich, dich als steingemeißelte Gestalt sollte das ja nicht weiter stören. Ja, meine Hände sind aus Feuerstein. Richtig. Ich bringe alles zum Brennen. So, ja, dann mal ran an den... Jawohl, hier haben wir den ersten Gidelju Gillette. Ich sag auch Gillette. Und ja, was ist denn besser als eine schöne Axt, um den zu fällen, ne? Ich greife einfach mal an hier. Zack, und dann, huch. Dann spam ich noch mein Ding. Genau, drauf. Einfach mal linke Maustaste hämmern, dann passt das schon. Die Gegenstände werden jetzt in der Gruppe einfach der Reihe nach vergeben. Also es ist auch egal, wer jetzt die aufhebt. Und... Das ist, was ich meine. Wenn man den Gegner nicht so ein bisschen im Voraus anvisiert, dann schießt man daneben. Genau, richtig.